Diesmal die Soundeinstellungen für die Konsolenspieler, und zwar dieselben bzw. dieselbe Option, wo es normalerweise nur fürs PC gibt, kann man auch für die PlayStation 5 benutzen, damit man die Schritte, also die Steps, besser hören kann. Aber ich werde jetzt nicht so drauf eingehen, weil ich das im letzten Video schon getan habe. Deswegen müsst ihr eventuell, wenn diese Einstellung bei euch nicht vorhanden ist, nicht zu finden ist, müsst ihr auf jeden Fall das andere Video gesehen haben, damit ihr diese Option aktivieren könnt. Das Video findet ihr hier oben rechts, also es markiert. Oder ihr schaut euch das Video bis zum Ende an, dann wird es auch nochmal vorgeschlagen. Und genau. Dann fangen wir an, Freunde. Und zwar für diejenigen jetzt, die keine Capture-Karte haben oder nicht bereit sind, eine Capture-Karte sich zu besorgen, für die kommt diese Option gar nicht in Frage, leider. Weil diese Option, also diese Loudness Equalization, nur für PC-Nutzer gibt. Und deswegen braucht ihr auf jeden Fall eine Capture-Karte. Eine Capture-Karte ist, wo man sein PlayStation, also Konsole, mit Hilfe einer Capture-Karte mit dem Rechner bzw. Laptop verbinden kann, damit man über den Rechner bzw. Laptop das Game auf einen Monitor oder Fernseher übertragen kann. Damit man einfach schöner streamen kann, ein Facecam hinzufügen kann mit Rahmen und so weiter und so fort. Und gleichzeitig bedeutet das, der Sound der PlayStation 5 auch über den Rechner bzw. Laptop läuft, zu hören ist. Und das wiederum heißt, dass man diese Option, wo man normalerweise nur für PC benutzen kann, auch für die PlayStation 5, also Konsole, benutzen kann. Weil, wie gesagt, die PlayStation 5, die Konsole, mit Hilfe einer Capture-Karte mit dem Rechner oder Laptop verbunden ist und das quasi alles wiedergegeben wird über den Rechner oder Laptop. Wichtig ist es, dass ihr euer Kopfhörer auf jeden Fall mit dem Rechner oder Laptop verbindet. Also ihr müsst wirklich alles mit dem Rechner oder Laptop verbinden, weil der Sound jetzt quasi über den Rechner oder Laptop läuft. Also die PlayStation ist mit dem Rechner verbunden und euer Kopfhörer auch. Sehr schön. Kurze Zusammenfassung, und zwar PlayStation mit Hilfe einer Capture-Karte mit Rechner oder Laptop verbunden. Und Kopfhörer muss auch mit Rechner oder Laptop verbunden sein, damit wir das Ganze über Rechner oder Laptop hören. Okay, jetzt genug Rechner und Laptop gesagt. So, dann hören wir jetzt kurz, wie sich das Ganze mit dieser Option anhört und ohne diese Option sich anhört. Aber wirklich nur kurz, weil wir das im vorherigen Video schon gemacht haben und nicht mehr quasi noch Zeit investieren müssen dafür. Deswegen, wenn ihr Bock habt, guckt euch das andere Video an. Da kann man es auch nochmal hören. Geht auch nicht lange, aber da kann man nochmal ein bisschen vergleichen. Genau. Aber fast vergessen, denkt dran, wenn ihr diese Option nicht habt, dann müsst ihr auf jeden Fall das andere Video gesehen haben und das dann quasi nachmachen, damit es aktiviert ist. Dann würde ich sagen, fangen wir mit dem kurzen Vergleich an. Aber ich garantiere euch, also seid jetzt nicht ein bisschen so verwundert oder enttäuscht davon. Es ist auf jeden Fall viel besser, vertraut mir. Also übernimmt auf jeden Fall diese Option und ihr werdet es nicht bereuen. Es ist natürlich am Anfang ein bisschen ungewohnt, aber man gewöhnt sich dran. Das ist wie wenn man zum ersten Mal einen SCUF-Controller in der Hand hat. Ist ein bisschen ungewohnt, man braucht ein bisschen Zeit, um drauf klar zu kommen. Easy. So, das erste, was wir machen, ist hier unten links aufs Windows-Zeichen drauf, dann hier auf Einstellungen, dann hier oben auf Geräte und dann hier auf Soundeinstellungen. Und dann achtet ihr drauf, dass hier oben links bei Ausgabegerät eure Kopfhörer ausgewählt sind. Dann gehen wir hier auf Soundsystemsteuerung, dann gehen wir hier rüber auf Wiedergabe, dann wählen wir hier unsere Kopfhörer raus, dann drücken wir Rechtsklick, Eigenschaften und hier ist dann die Einstellung Enhancement. Diese Einstellung habt ihr dann nur, wenn ihr es wirklich auch aktiviert habt, deswegen müsst ihr das andere Video gesehen haben, um zu wissen, wie man es aktivieren kann. So, klicken wir es an logischerweise, dann gehen wir hier runter auf Loudness, Equalization, machen ein Häkchen rein,
Und dann kann man hier noch bei Settings das Ganze noch hoch oder runter regeln, aber das habe ich auch im vorherigen Video erklärt, deswegen gehen wir nicht drauf ein. Und zwar drücken wir dann hier auf Übernehmen und okay. Da ich das schon gemacht habe, mache ich das jetzt nicht. Und wenn wir das Ganze übernommen haben, da wird alles wesentlich lauter, deswegen erschreckt euch nicht, die Kopfhörer gehen nicht kaputt. Dann gehen wir jetzt rüber auf Playsee und müssen dann noch ein paar Sachen übernehmen. Dann gehen wir in COD rein und wählen auch die richtige Einstellung dafür aus. Und dann könnt ihr versuchen, wie ein Pro zu spielen. Und zwar bei der Playsee unter Toneinstellungen, hier bei Audioausgabe, achten wir drauf, dass bei Ausgabegerät HDMI-Gerät TV ausgewählt ist. Und dann hier unten bei HDMI-Gerätentyp TV. Und das war's dann. Dann gehen wir jetzt rüber in COD. So, dann gehen wir hier bei Einstellungen unter Audio, wählen dann hier bei Audio Mix entweder Kopfhörer Bassverstärkung aus oder Soundbar aus. Entscheidet für euch, was ihr für richtig oder falsch hält. Und dann schaut ihr hier auf jeden Fall, dass bei Spiel Gesamtlautstärke das Ganze auf 100% eingestellt ist. Und dann drückt ihr Viereck und dann seht ihr hier unten Dialoglautstärke und Effektlautstärke. Das sind die zwei wichtigsten Sachen, damit man die Schritte und so weiter und so fort besser hören kann. Alles andere könnt ihr so regeln, wie ihr wollt. Aber selbst da würde ich eigentlich alles auf 0 machen. Jetzt hier 22 eingestellt, aber regelt das auch alles auf 0. Also das heißt, dass nur Dialoglautstärke und Effektlautstärke aktiviert sein soll. Und zwar Dialoglautstärke könnt ihr entweder zwischen 50 und 60 einstellen. Das ist einfach um, wenn der Bruder im Büro eine feindliche Drohne ist in der Luft ruft, um das besser einfach hören zu können. Und das andere müsst ihr auf jeden Fall auf 100% eingestellt haben. Effektlautstärke. Effektlautstärke ist wirklich alles für Steps, für Leiter hochklettern, für Fallschirm, für Sliden. Das hört ihr alles viel besser. Deswegen das auf jeden Fall auf 100%. Und alles andere, wie gesagt, außer Dialog und Effektlautstärke auf 0 regeln. Und dann bedanke ich mich. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Schaut auf Twitch vorbei. Wer nicht gönnt, dem sei nicht gegönnt. Und dann würde ich sagen, beziehungsweise, ich muss manchmal ein bisschen aggressiv klingen, dann würde ich sagen, Abflug.